Hallo, mein Name ist Erik Bartmann und ich möchte euch in diesem Videoblog ein Roulette-Spiel zeigen, das ich mit dem ESP32 Picoboard umgesetzt habe. Das ESP32 Picoboard ist hier auf einem ESP32 Discovery Board aufgesteckt, was ich entwickelt habe. Und wir sehen hier links oben das ESP32 Board. Und hier unten haben wir die entsprechenden Pins, die von hier nach dort rübergeführt werden. Und wir sehen hier eine Schablone, die das Verkabeln erleichtern soll. So, hier auf der rechten Seite sehen wir das Roulette-Spiel. Ich habe dazu 8 LEDs verwendet, die über diesen Port-Expander MCP23017 angesteuert werden. Dieser Baustein wird über den I2C-Bus angesteuert und beim ESP32 Picoboard, wie man das hier sieht, sind das IO21 und IO22. IO21 ist SDA, also die Datenleitung, und IO22 die SCL, die Clockleitung. Das sind also die einzigen Verbindungen, die rübergehen zum MCP23017, der dann über den einen Port die LEDs hier ansteuert. Und ich werde hier einmal die Reset-Taste betätigen und wir sehen dann, dass hier auf der rechten Seite, ich hoffe, man kann es erkennen, jetzt ist die 5 an, jetzt drücke ich nochmal, die LEDs leuchten nacheinander auf. Und im Moment ist es dann die 3. Ich betätige nochmal den Reset-Taste und wir sehen, dass das Roulette wieder anfängt zu rotieren und im Endeffekt dann wieder eine Zahl stehen bleibt.